Dieser Mann ist eine Bank, Tottenhams Topstürmer Harry Kane. Der 24-jährige, Spitzname Harry Kane, erzielte 5 der 6 Champions-League-Tore für die Spurs, in 2 Spielen wohlgemerkt. Eine beeindruckende Quote, die vor dem Aufeinandertreffen mit Real Madrid Trainer Zinedine Zidane so kommentiert. Er ist sehr wichtig, ein Schlüsselspieler für Tottenham. Er ist in allem sehr gut, aber was ihn auszeichnet, ist, dass er Tore schießt. Er ist kein statischer Spieler. Er findet immer eine Lücke und ist schnell. Das sage ich nicht oft, aber er ist ein Spieler, der alles mitbringt. Es un jugador completo, no parece, pero al final. Eine Eloge des ehemaligen Weltfußballers, des Trainers des Champions-League-Siegers Real Madrid. Und schon legt der britische Boulevard los. Der Mirror berichtet, Real bereite ein Angebot für Tottenhams Eigengewächs über 150 Millionen Pfund im kommenden Sommer vor. Doch Spurs-Trainer Mauricio Pochettino glaubt nicht an einen Wechsel seines Superstars. Im Gegenteil. Para mí es un jugador que le gusta. Harry Kane ist ein Spieler, der Tottenham mag und heiß auf Tore für Tottenham ist. Er liebt es, im Spurs-Trikot aufzulaufen. Harry war so ergriffen, als er Tottis Abschied in Rom gesehen hat. Das hat ihn nochmal extra motiviert. Ich sehe da einen Spieler, der sich mit den Werten dieses Vereins voll und ganz identifiziert. Und ich hoffe für unsere Fans und für uns, dass er noch viele Jahre bei uns bleibt. Seit 3 Jahren hat Kane in der Premier League immer mindestens 20 Tore pro Saison erzielt. Im September markierte der gebürtige Londoner sein 100. Tor für die Spurs. Im Bernabeu gegen Real Madrid steht Englands Topstürmer aber vor seiner Reifeprüfung. Besteht er sie, dürften die Chancen steigen, dass der Harry Kane ab der kommenden Saison regelmäßig dort wirbelt.